weiß es nicht. Lauf! Was ist passiert? Ich habe keine Pfeile mehr. Unter dir. Oh, danke. Gut, ich habe Narkofalle sind bereit. Auf geht's zum Spinosaurus. Der direkt in unser Base rumläuft. Juhu! Ach, da ist er ja. Der frisst irgendwas. Ein Dodo frisst er. Der Dodo hatte keine Chance. Oh, leck. Ja, genau. Glott leck. Hört ihr auch da oben? Kater weg, weg! Wen kämpft der da, oder was? Der Kater ist da! Er hängt am. Ne, hängt doch nicht am Felsen fest. Ich hab'n Fly 12 reingehauen, wenn ich gestorben bin. Sehr gut. Wow, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Keine Ahnung! Ich hab keine Pfeile mehr. Ich bin tot. Und er ist betäubt. Ja? Oh, geil! So, jetzt brauchen wir ganz viel Roh. Raw Meat? Ja, Narkotik packe ich mir. Oh, ja. Hau ab, du kleines Mistvieh, ich kann dich jetzt nicht gebrauchen hier. Sehr gut. Meine Knochen sind gebrochen. Wie geht's meinem Flugsaurier? Tot. Ich glaub, der ist tot. Warte mal. Der ist tot, ja. Aber er hat seinen Sattel getroppt. Ich hol Rohes Fleisch. Gemacht, wie seid ihr abgestürzt? Ich weiß nicht, Shotek flog ziemlich hoch. Und auf einmal ist das Ding abgestürzt. Holt ihr Fleisch? Ich hab Narkotik schon 200. Ich hol Fleisch, ich hol Fleisch. Wo ist mein Zeug? Im Wasser treibst du da noch. Zwischen den Steinen. Ich hab nur den Sattel eingesammelt, weil ich nicht wusste, wie lange der noch da ist. Ich hab die Zeit nicht erkennen können. Ja, passt schon. Tust du bei den Sattel rein dann? Ach, hier ist das Zeichen. Oh, geil. Danke, Enno, fürs Bescheid sagen. Wo ist denn Mirade? Auf deinen Felsen hast du die geparkt. Ach ja, stimmt. Bring lieber das Fleisch her. Ja, ich komme. Ich guck mal die Werte von denen mal an. Mal gucken. Leben 1120. Stamina fast 400. Oh, Sauerstoff fast 900. Krass. Na, Schaden und Movement Speed kann man ja noch nicht sagen, aber der hat. Oh, der hat auch ganz schön viel, was er braucht, bevor er umkippt. Das habe ich gemerkt. Ja. Ich habe ja auch noch mal so circa, warte, ich kann es genau sagen, ich habe 11 Pfeile noch mal drauf gehauen. Er hat mich ja komplett ignoriert, bis kurz vor Ende jedenfalls. Ich hätte über 30 Pfeile, jetzt habe ich noch 16, davon sind vielleicht 3, 4 daneben gegangen. Weiß schon, was glaube ich. Ach, der hat gebraucht, Wundler. Krass, war aber sehr gut. Oh, mein Leben geht runter. Verdammt mich. Marsch ins Feuer halten. Hilft doch nichts. Ne, es ist eiskalt. Ja. Ne, bei mir nicht. Ich hab meine Fackel an und das Lagerfeuer daneben. Das hilft meistens. Es geht ja leider nicht Fackel an, wenn du im Saurier hängst. Oh, jetzt soll ich mir was essen. Ja. Also liebe Zuschauer, ich habe jetzt mal wieder gestartet, jetzt gerade in diesem Moment die Aufnahme. Hallo Shotek, hallo Kater. Hallo. Sehr schön. Ja, wir haben ja bei Ark jetzt schon einige Teile so zusammengeschnitten, beziehungsweise die Videos sind jetzt sehr zusammengeschnitten, weil wir uns doch gedacht haben, wir machen nicht das ganze Let's Play von Anfang an, sondern beginnen halt mittendrin mit einigen Dinos schon. Wie ihr in der letzten Aufnahme gesehen habt, haben wir den Spinosaurus gerade platt gemacht aus der Luft, haben wir ihn angeschossen.
Dabei ist leider auch Shoteks Flugsaurier draufgegangen. Der Herr Fliege. Der Herr Fliege, ja. Nummer 3 von Shotek, ne? Au! Was kann ich denn dafür? Du bist schuld. Wo bist du denn überhaupt hingelaufen jetzt gerade? Ach, da stehst du. Ja. Natürlich bin ich schuld, wie immer, obwohl ich nur hinten dran hing. Und wir sind jetzt, ich glaube, wann haben wir angefangen? Also hier, fast 3 Stunden sind wir jetzt am Tame. Ja. Kater hat schon einen Namen. Kater, was war der Name? Nemesis. Nemesis, ja. Nemesis wird das. Und das war Göttin des gerechten Zorns ist ja ein Weibchen. Ja. Die Göttin des gerechten Zorns. Ihr habt's gehört. Sehr schön. Ja, das klingt schon mal fantastisch. Und zwischenzeitlich war ich auch nochmal duschen. Nochmal ein paar neue Klamotten angezogen, weil ich so durchgeschwitzt war. Weil war wirklich ein harter Kampf. Wir haben jetzt einen Trick rausgefunden. Also zum einen ist natürlich klar, dass Fleischfresser gerne dieses Raw Primate fressen. Da hat Shotek ordentlich was besorgt. Was hast du geschafft, Shotek, mit dem Kano? Ach, keine Ahnung. 15 Stegosaurus. Ja. Oder meinst du, wie viel, oder? Ja, wie viel und welche? Ja, keine Ahnung. Circa 15 Stegosaurus, 2 Carnosaurus, dann haben wir, glaube ich, 4 Brontosaurus gemacht. Ja, das sind die riesen langen Hälse. Genau. Was haben wir noch gehabt? Ja, also zwischendrin habe ich dann einen Schritt gemacht. Spino hast du auch fertig gemacht damit. Stimmt, einen Spino haben wir auch fertig gemacht zwischendurch. Stimmt, genau. War auch noch der eine, ja. Der war aber davor haben wir vielleicht, was haben wir rausbekommen? Ungefähr 10 Primeat. Ja. Dafür haben wir einen anderen Trick rausgefunden. Und zwar, es gibt ja die Möglichkeit, die Dinos mit Narcoberries oder dem Narkotik zu betäuben. Das heißt, dann sinkt hier unten die, oder die Bewusstlosigkeit, geht dann nach oben. Und dadurch bekommt das Viech auch mehr Hunger. So. Und da habe ich überlegt, naja, vielleicht funktioniert es ja auch, wenn man die Viecher heilt. Beziehungsweise mit Stimberries füttert oder in diesem Fall hier mit dem Stimulant. Und auch das funktioniert, das heißt, wir haben jetzt immer abwechselnd Stimulant reingehauen, dass die Bewusstlosigkeit sinkt und gleichzeitig danach Narkotik reingehauen, damit die Bewusstlosigkeit wieder steigt und das Viech mehr Hunger bekommt. Dementsprechend haben wir das ganze Viech jetzt auch in knapp 3 Stunden fertig getamed, dann müsste jeden Moment aufspringen. Ja, wollen wir hoffen. Wollen wir hoffen, dass er aufspringt und uns quasi gehorcht und nicht uns frisst, das ist auch durchaus gleich passieren könnte. Wir sehen jetzt den letzten Fortschrittsbalken. Also waren jetzt 2 Stunden. Au! Warum werde ich schon wieder geschlagen hier? Warum? Weiß er selber nicht, der hat tierische Langeweile, weil es sehr aufregend ist, das hier nun wirklich nicht 3 Stunden lang neben so einem Saurier zu huppen. Nee, das stimmt. Wir haben uns auch zwischendurch abgewechselt, also jeder ist mal irgendwie jagen gegangen. Und es war schon wirklich ein harter Kampf. Aber am Ende haben wir ihn dann doch wahrscheinlich gewonnen, so wie es aussieht. Ich will jetzt dann fliegen. Schauen wir mal, wie hoch der sie fliegt, wenn der hochspringt. Da bin ich auch gespannt. Ich stelle mich mal ein bisschen. Wir haben ihn! Da ist das Ding! Da ist das Ding! Sehr schön. Ja, wir haben den Spinosaurus. Ach, geil, ey. Karnivore, also Fleischfresser. Und, ja, sehr schön. Wir freuen uns sehr. Wir können den Sattel leider noch nicht craften, weil noch keiner von uns Level 60 hat. Wer hat's getamed? Also wer hat es offiziell, wer darf den Namen vergeben? Echt? Ah, ja. Pirate. Da, was für ein mächtiges Viech, ey. Alter Schäde, ey. Das ist ein schöner Fleischberg vor mir. Nein, ich will nicht runter. Mann, ich wollte gerade so schön oben. Verdammt, ich wollte nach Hause gehen mit dir. Das ist wirklich... Miete Katze. Wenn jetzt mal vergleichen nehmen den Kano, also. Alter, habt ihr den Spann schon mal genau angeschaut da? Da sind auch noch Stacheln dran, ne? Nee, ich glaube, das schaut aus wie so Schwimmflossen. Flossen, ja. Also man muss dazu sagen, aber was hat der für Wert überhaupt? Wir haben ihn mit Level 9, haben wir ihn getamed. Was haben wir hier? Ah, 1120 Lebenspunkte, 385 Stamina, 845 Oxygen, das heißt, der kann da richtig, richtig geil tauchen. Food ist klar, Gewicht kann auch ordentlich was tragen, Melee-Damage 167% ist auch gar nicht so verkehrt. Das ist wirklich eine Bestie, also das ist wirklich ein Monster. Wie viel haben wir jetzt gehabt, Narkotik? Insgesamt 400, oder? Knapp 400, wie viel haben wir rausgeholt?
Ich habe jetzt noch 208 Stück da. Das heißt, wir haben 200 Narkotikum reingehauen. Ungefähr. Ja. Also Pi mal Daumen, 200 Narkotik und 100 Stimulant, glaube ich. Also ein freundliches Aussehen ist eigentlich was anderes. Ja, er sieht wirklich aus wie eine Bestie. Musst du mal auf den Carnotaurus gehen und musst du mal von oben anschauen. Warte. Oh ja, schönes Tier. Mal hier kurz mal mein Hut blende ich mal kurz aus. Ja, das ist ein geiles Viech, ey. Schönes Tier, schönes Tier. Enabled. Können uns nicht bewegen. Was habe ich denn alles drin? Geh mal zu Fuß. Ja. Boah, Hidalgo, geh mal zu Fuß. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Hida hat auch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Der musste leider Gottes dann zur Arbeit irgendwann. Und, ja, schöne Grüße an Hida. Ja. Danke dir dann auch für deine Hilfe. Danke Showtech, danke Carter. Und schauen wir mal. Wir reiten nochmal die Base zurück und zeigen mal, was wir haben. Showtech, nimmst du den Kano mit? Ich flieg mal eine Runde mit unserem UFO. Danke auch an Carter und. Mal gucken, ob die alle hinterherkommen jetzt. Cool, schauen wir uns mal den Spino mal aus der Luft an. Schade, dass es jetzt gerade Nacht ist. Wäre schön, wenn es jetzt noch Tag wäre.